Vor einem halben Jahr habe ich mir genau angesehen, wie die Holzproduktion in Siedler 4 am besten genutzt werden kann. Für die meisten Situationen ist das auch alles, was man über Holz wissen muss, aber dann gibt es da noch die Köhlerei. Dieses Gebäude hat in Siedler 3 seinen ersten Auftritt als Spezialgebäude der Römer und verwandelt Holz in Holzkohle. Die Römer haben seitdem vergessen, wie Holzkohle gemacht wird, dafür haben die Wikinger nun dieses Wissen. Nur sind die Wikinger auch genau das Volk, das am meisten Holz für seine Gebäude benötigt. Wie nützlich ist die Köhlerei also? Die Köhlerei hat eine sehr einfache Funktionsweise. Baumstämme gehen rein, Kohle kommt raus. Allerdings nur im Verhältnis 6 zu 1, was die Sache nicht sehr lukrativ macht. Allerdings wäre die Köhlerei auch nicht das erste Gebäude, das intern nicht mit ganzen Zahlen zu arbeiten scheint. Also nahm ich hier eine besonders genaue Messung vor, die bisher vermutlich nur von meiner Probe zu den göttlichen Gaben übertroffen wird. Diese Köhlerei wird gleich 6000 Baumstämme verarbeiten. Theoretisch müssten wir also 1000 Kohle rausbekommen, welche übrigens anders als in Minecraft auch mit Kohle aus den Kohleminen gestapelt werden kann. Nach mehreren Minuten mit gedrückter F12-Taste haben wir unsere Ergebnisse. Das Verhältnis beträgt tatsächlich genau 6 zu 1. Köhlereien produzieren 0,95374343014 Kohle pro Minute und verbrauchen dabei 5,7224 Baumstämme pro Minute. Im Vergleich ist das gerade mal eine siebte Kohlemine und mit dieser Menge an Holz lassen sich zwei Sägewerke der Wikinger versorgen. Was die nackten Zahlen angeht, ist die Köhlerei also ein schwaches Gebäude. Allerdings halte ich sie trotzdem für überaus nützlich, weshalb ihr, sobald ihr etabliert seid, durchaus eine oder zwei bauen solltet. Zum einen könnt ihr damit vermeiden, dass eure Holzfäller keine Bäume mehr fällen können, was hilfreich ist, wenn ihr auf bewaldeten Karten neues Bauland erschließen möchtet. Zum anderen, wobei dies aufgrund der Limitation in der Aufgabenverteilung der Siedler durchaus ein strittiger Punkt sein könnte, verhindert es, dass eure Holzfäller im Late Game überflüssig werden. Wenn ihr eure Warenverteilung so umstellt, dass 99% der Baumstämme ins Sägewerk gehen, sollten die Köhlereien effektiv nur dann versorgt werden, wenn die Sägewerke und eure Holzlager voll sind. Auch wenn ihr damit keine Kohlemine ersetzen könnt, kann es Engpässe abfangen, insbesondere da Köhlereien weder Nahrung benötigen, noch ihnen die Bodenschätze ausgehen können.